Hallo und herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu der neuen Folge Dietz und Das, dem Podcast zu politischen und gesellschaftlichen Themen aus dem Dietz Verlag. Nach einer kleinen Sendepause melden wir uns heute direkt mit drei GesprächsteilnehmerInnen zu Wort. Im Frühjahr dieses Jahres, kurz vor der Wiederwahl Erdogans in der Türkei, erschien Oliver Meyer-Rüths Buch »Der Allmächtige – Die Türkei von Erdogans Gnaden«. Heute spricht er mit der Autorin und Politikerin Lale Akgün und unserem Lektor Alexander Behrens über die Stimmung in der Türkei nach der Wahl, Erdogans Entwicklung seit seiner ersten Amtszeit und vergleichbare autoritäre Tendenzen in europäischen Ländern. Herzlich willkommen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einem neuen Podcast des JHW Dietz Verlags. Heute geht es um die Türkei, zu der im späten Frühjahr Oliver Meyer-Rüth ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel »Der Allmächtige«. Ja, der türkische Präsident ist seit mehr als 20 Jahren an der Macht und die Bevölkerung bzw. die Menschen, die ihn jetzt wählen, das sind durch die Bank weg sehr junge Menschen, haben eigentlich nie einen anderen Regierungschef erlebt als ihn. Und man muss Erdogan zugestehen, dass er sein Volk bestens kennt und weiß, wie er kommunizieren muss, um Mehrheiten zu organisieren. Das sagt und schreibt Oliver Meyer-Rüth, den ich heute herzlich begrüßen darf. Herr Meyer-Rüth, vielen Dank, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr. Hallo, ich bin gern da. Herr Meyer-Rüth, Sie sind langjähriger ARD-Korrespondent. Sie waren in vielen Ländern, Griechenland, unter anderem Türkei, Nordafrika und dann einige Jahre in der Türkei. Ich glaube, Sie waren 2 oder 3 Jahre der Leiter des Büros, des Studios in Istanbul, aber durchaus noch ein paar Jahre länger dort tätig. Ist richtig, nicht wahr? Also ich habe dort angefangen im Jahr 2016, im Januar 2016 als Korrespondent. Da gab es noch einen anderen Studioleiter, meinen lieben Kollegen Michael Schramm. Und dann habe ich da 2 Jahre gearbeitet als Korrespondent. Und das waren ja zwei sehr intensive Jahre, 2016, 2017. Und dann bin ich 2018 Studioleiter geworden und war das dann bis Ende 2022 und war dann aber nochmal ein halbes Jahr in der Türkei für ein Projekt, für einen längeren Film, der dann in der ARD gelaufen ist. So war das. Prima, vielen Dank. Herr Meyer-Rüth, wir haben einen ganz besonderen Gesprächspartner, einen ganz besonderen Gast heute für Sie zum Podcast eingeladen, nämlich auch Autorin des Dietz Verlags, aber noch viel mehr, Lale Akgün. Lale, ich freue mich sehr, dass du heute da bist, dass du Zeit für uns hattest. Lale Akgün ist deutsche Staatsbürgerin, türkischer Herkunft, so sagt man das, glaube ich, korrekt heute. Und politisch, glaube ich, stammst du auch schon aus einer Familie, die grundsätzlich nicht unbedingt konservativ war und diese Tradition der Erdogan-Ferne, wenn man es heute in der Rückschau so sagen darf, hast du, glaube ich, bis heute beibehalten. Also einen kritischen Blick auf die Türkei bewahrt. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich auf ein sehr intensives Gespräch mit euch beiden. Vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich euch beide zu Gesprächspartnern heute habe. Das Buch läuft ja stark auf die Wahlen zu, die Erdogan in eine ganz besondere Position versetzt haben, denn es war ja nicht von Anfang an klar, dass er die gewinnen würde. Oder die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Es gab auf jeden Fall ein gewisses Risiko, dass Erdogan nicht automatisch wieder Präsident der türkischen Republik wird. Ich glaube, sein Gegenkandidat hat 40% etwas um diese Kante herum geholt. Lale, hältst du das für ein gutes Ergebnis? Oder ist das schlecht, weil er verloren hat? Es ist natürlich schlecht, dass er verloren hat, aber dafür, dass Erdogan ja alle Vorteile bei sich hatte, um die Wahl zu gewinnen. Das heißt, die Opposition war von Anfang an auf einer ganz schlechten Startposition. Sie haben ja kaum Möglichkeiten gehabt, sich darzustellen über die Medien. Medien ja zu über 90% privaten Leuten gehören, die Erdogan nahestehen, beziehungsweise von ihm abhängig sind, weil sie immer wieder behindert worden sind. Und letztendlich auch Borç Kılıçdaroğlu, der schon so oft 11-mal gegen Erdogan verloren hat, wieder angetreten ist. Und nicht zuletzt, weil Kılıçdaroğlu eben auch Alevit ist und Erdogan und seine Anhänger mit großen Vorurteilen gegenüber Aleviten auch hantiert haben und hantieren natürlich.
war das Ergebnis, wenn man all das sich vor Augen hält, ein sonderbares Ergebnis. Also Christoph kann sagen, ich bin stolz, 48%, über 48% haben mich gewählt. Die Frage natürlich, ob sie ihn gewählt haben oder ob sie gegen Erdogan ihn gewählt haben. Also ist dass sie gesagt haben, ich mache jetzt einen tausender Tag für den Weg Christoph, um eben, damit Erdogan endlich wegkommt. Auf der anderen Seite ist es ja so, es nützt das schönste Ergebnis nicht, wenn man verloren hat. Und er hat nun mal verloren. Die Frage ist aber auch, und das ist nicht, ob müssen wir darüber reden, wenn er gewonnen hätte, inwieweit Erdogan und seine Anhänger bereit gewesen wären, in zivilisierter Form die Macht an die Oppositionsparteien zu übergeben. Herr Mayer, wie war denn die Stimmung vor den Wahlen? Sie hatten ja, wenn ich mich richtig erinnere, durchaus die Erwartung, da könnte was passieren, mit dem zunächst mal jedenfalls Erdogan nicht gerne rechnet. Wie waren die Stimmungen vor den Wahlen im Land? Wie hat sich das auf Ihre journalistische Tätigkeit ausgewirkt? War es eher angespannt oder war es eher ein hoffnungsvolles Erwarten? Also es war jetzt zum Beispiel nicht so dramatisch wie vor dem Referendum 2017. Es war halt in den letzten Jahren eine zunehmend nationalistische Stimmung im Land. Hat Erdogan durch sein Narrativ betrieben. Der wurde in seinen Reden immer nationalistischer. Er hat ja auch ist ja auch dieses Bündnis eingegangen mit dieser rechtsextremen nationalistischen Partei MHP. Und ich glaube, die hatten da auch einen gewissen Einfluss auf seine Politik und auch auf seine Sprache. Und dieser Nationalismus, der ist meiner Meinung nach auch immer mehr ins Volk eingesickert. Und was meine Vorrednerin ja gerade gesagt hat, ein Grund, warum der Oppositionskandidat dann nicht gewonnen hat, ist vielleicht eben, dass er auch Alevit war, also zu einer religiösen Minderheit in der Türkei gehört hat. Das korrespondiert ja so ein bisschen damit. Ich dachte eben auch, also es wird schwierig für Kılıçdaroğlu, das habe ich ja auch in meinem Buch aufgeschrieben an einer Stelle, dass es viele gibt, die in der Türkei sagen, also man muss schon Sunnit sein, um Präsident werden zu können. Und wenn dann so in der Sprache permanent dieser Nationalismus angefeuert wird, der sich natürlich auch gegen Minderheiten richtet, dann wird es natürlich für jemanden, der zu so einer religiösen Minderheit gehört, auch immer schwieriger. Und ich habe ja dann auch am Ende es offen gelassen, ob Kılıçdaroğlu es tatsächlich schaffen könnte oder ob Erdogan eben wieder erneut Präsident wird. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen, auch Korrespondenten, die waren ja ganz überzeugt, dass es Kılıçdaroğlu diesmal schafft. Es lag so ein bisschen an den Umfragen. Es werden in der Türkei auch von ganz vielen Meinungsforschungsinstituten immer wieder Umfragen gemacht. Und da lag er, ich glaube, das war so, irgendwo hat man es mal lesen können, 18 Institute, und da lag er dann bei 12 vorne, der Kılıçdaroğlu. Allerdings, das weiß ich jetzt auch einfach durch die vielen Jahre, die ich dort bin, ist natürlich immer die Frage, wo man nachfragt. Ja, wenn man da in den urbanen Gesellschaften nachfragt, dann hat er da vielleicht immer einen Vorsprung gehabt. Wenn die ein bisschen mehr in Zentralanatolien nachgefragt hätten, dann hätte es vielleicht anders ausgesehen. Hätte man denn ernsthaft mit einem friedlichen Wechsel rechnen können, wenn der Gegenkandidat es geschafft hätte zu Erdogan? Ja, das ist die große Frage, die im Raum steht. Es war ja, gab ja diese Bürgermeisterwahl in Istanbul, die damals der Krim İmamoğlu gewonnen hat im ersten Wahlgang. Es waren zwar nicht sehr, sehr viele Stimmen, mit denen er gewonnen hat, ungefähr 20.000, aber er hat gewonnen. Und damals hat Erdogan das nicht akzeptieren wollen und hat er dann den Hohen Wahlrat dazu gedrängt, dass man die Wahlen wiederholt, und hat dann krachend verloren. Aber daran konnte man schon sehen, dass unter Umständen, wenn er jetzt bei dieser Wahl verloren hätte, dass er dann auch wieder alle Register zieht, um unter Umständen doch an der Macht zu bleiben. Die große Frage, die in der Türkei dann auch immer im Raum steht, ist, weil in der Vergangenheit war das eben Thema, wie verhält sich dann das Militär? Würde es dann eben auf Erdogans Seite stehen oder würde es dann unter Umständen
für die Demokratie eintreten. Und ja, da glaube ich, so in der Vergangenheit wäre das relativ klar gewesen. Die Militärs hätten dann Erdogan gesagt, jetzt reicht's. Das ist ja auch durch verschiedene Putsche in der Vergangenheit passiert. Jetzt bin ich mir da auch nicht mehr so sicher, weil man eben nach diesem Putschversuch im Jahr 2016 schon sehen konnte, dass Erdogan im Militär viele Positionen ausgewechselt hat. Da wurden ja viele Offiziere und Generäle entlassen, eingesperrt, und da hat er dann seine Leute installiert. Deswegen also so dieser geordnete Machtwechsel, den wir hier so kennen in Deutschland oder in anderen Demokratien, da bin ich skeptisch, ob das so ohne weiteres funktioniert hätte. Du beobachtest, was in der Türkei vor sich geht, seit vielen Jahren skeptisch, kommentierst das, wirst oft dazu befragt, kennst dich wirklich sehr gut aus, auch weil du viele Leute kennst, mit denen du dort reden kannst. Also mein Eindruck ist, nach der Wahl ist es um Erdogan etwas still geworden in Deutschland. Das ist so ein bisschen so ein flaches Auslaufen einer Aufregung, die wir, glaube ich, vor der Jahreswende noch gespürt haben. Ist das jetzt das Gleiche weiter unter Erdogan, oder gibt es tatsächlich eine Situation, die man neu bewerten kann im Land? Ich würde gleich gerne noch so ein bisschen auf die Frage zu sprechen, was das eigentlich jetzt außenpolitisch alles bedeutet. Da gibt es genug Möglichkeiten, aber ich habe den Eindruck, im Land ist total still geworden, als wenn nichts passiert wäre jetzt. Die Wahl war vorbei, alle hatten gehofft, die Hoffnungen haben sich nicht bestätigt, jedenfalls nicht für die Erdogan weghaben wollten. Und jetzt ist more of the same, oder täuscht mich das? Also, was ich erlebe in meinem Umfeld, aber auch dadurch, dass ich eben auch viele Kontakte habe, ist, dass man würde sagen, psychologisch eine gelernte Depression über die Menschen. Eine gelernte Depression wird definiert als, man kann tun, was man will, die Situation ändert sich nicht. Wenn ein Mensch das erlebt, dann gibt er auf, und das nennen wir gelernte Depression, geht auf den amerikanischen Psychologen Seligman zurück. Und das ist eben passiert, ich würde sagen, hier unter den Türken in Deutschland, aber auch in der Türkei bekomme ich mit, da ist so eine Stimmung, wir können tun, was wir wollen, es ändert sich doch nicht. Und da merke ich auch, dass die Leute einfach genervt sind und auch gar kein Interesse mehr haben, was zu tun. Was ich gleichzeitig beobachte und sehr mit großer Spannung, ist, dass eben diejenigen, die nicht der islamistischen Politik Erdogans, der islamistisch-nationalistischen, ich würde sogar jetzt sagen, als Person, Ad Personam, außerhalb des Dienstverlages, dieser islamofaschistischen Politik nicht zustimmt, dass diejenigen versuchen, die Türkei zu verlassen. Mhm. Und das sind natürlich immer die Gebildeten, die eher westlich orientierten. Weil Erdogan ja immer gesagt hat, ich brauche keine gebildete Jugend, ich brauche eine fromme Jugend. Die fromme Jugend wird im Land bleiben. Die hat auch keine andere Chance, weil sie woanders nicht zurecht käme. Aber die gebildete Jugend versucht, alle Register zu ziehen, um ins Ausland zu gehen. Und das ist eben auch ein Teil der für mich der Depression. In diesem Land wird sich nichts ändern. Also müssen wir weg, wenn wir unter demokratischen Bedingungen leben wollen. Und was mich, wer mich sehr beeindruckt hat an der Stelle, ist der Kollege von Herrn Meyer-Rüth, Murat Yetkin, einer der meiner Meinung nach fähigsten Journalisten der Türkei, der auch inzwischen, bei dem spüre ich auch so eine Art, würde ich sagen, Hoffnungslosigkeit, dass sich so unter demokratischen Bedingungen in der Türkei nie etwas ändern wird. Sollte morgen Erdogan nicht mehr unter uns weilen, weil seine Gesundheit, sein Alter, was auch immer, wird schon der Nächste aus dieser Mischluke bereitstehen, um einzuspringen und weiterzumachen. Und das ist etwas, was natürlich dieses Land nicht lebenswerter macht. Es gibt eine sehr schöne Karikatur, habe ich vor einiger Zeit gesehen. Da sitzen im Bus zwei Leute. Der eine guckt aus dem einen Fenster und da steht for tourists, also für Touristen, und der sieht einfach Strände, Wälder, blühende Landschaften. Und auf der anderen Seite sitzt ein Einheimischer, der guckt aus dem Fenster und er sieht nur Trostlosigkeit und Armut. Und das ist, glaube ich, ein sehr schönes Bild, um zu zeigen, wie es für die dort leben aussieht. Das können Touristen, die nach Antalya fliegen und sagen, boah, es wird schon wieder alles billiger, hier ist klasse, natürlich nicht sehen und erleben. Das ist natürlich, das erwarte ich auch nicht von den
Ich erwarte auch nicht, dass man sagt, ich boykottiere jetzt die Türkei, weil Erdogan da ist. Touristen boykottieren nicht. Und die machen das, was wir wollen. Boykottieren tun vor allem diejenigen, die aktiv sich mit der Politik beschäftigen. Ich finde das ungeheuer interessant, denn du sprichst einen Punkt an, der ein wesentlicher Unterschied ist, auch zu langjährigen Staatschefs im Westen. Ich meine, auch Helmut Kohl und Angela Merkel haben sehr lange Regierungsperioden hinter sich. Aber Erdogan hat diesem Land in einer Weise seinen Stempel aufgedrückt, dass er strukturbildend war. Und zwar strukturbildend in seinem Sinne, aber über seine Person hinaus. Obwohl alles auf seine Person zugeschnitten zu sein scheint. Herr Meyerhold, ich erinnere mich daran, darüber hatten wir auch gesprochen im Vorfeld, als das Buch entstand. Die Frage war ein bisschen, wie hat Erdogan, und das spiegelt sich im Untertitel, der Untertitel des Buches heißt, die Türkei von Erdogans Gnaden. Also Erdogan hat dieses Land in einer Weise geformt, dass er davon ausgehen darf, dass diese Frucht, die er gesät, andersrum, dass der Samen, den er gesät hat, eine Frucht bringt, die, weiß nicht, 15, 20 Jahre, vielleicht noch eine ganze weitere Generation über ihn hinaus, dieses Land in einer Art Griff hält, als wäre Erdogan noch da. Hat das schon Züge einer Personendiktatur? Und welche strukturellen Merkmale sind das Ihrer Meinung nach? Was hat Erdogan gemacht, damit dieses Land ihm, wie Lala Akgün gerade sagt, selbst dann noch folgt, ideell, wenn er nicht mehr da ist? Also Diktatur ist immer so ein großes Wort. Da denke ich erstmal so an Nordkorea oder Ägypten. So ist es jetzt in der Türkei noch nicht. Bei den Wahlen, die Kollegin hat es ja vorhin auch angesprochen, ist es ja so, dass auf der einen Seite die OSZE immer nach den Wahlen sagt, der Wahltag selber ist vernünftig gelaufen, und aber im Vorfeld der Wahlen, das war alles andere als demokratisch. Ja, wie hat es Erdogan geschafft? Ich halte ihn, wir kritisieren ihn immer alle, aber ich halte ihn jetzt so bezüglich der türkischen Innenpolitik für einen großen Strategen, der einfach sein Volk sehr gut kennt und der genau weiß, auf welche Knöpfe er drücken muss. Und das ist eben nun der Nationalismus. Erdogan hat 2013 bei diesen Gezi-Protesten gemerkt, dass ihm unter Umständen diese Macht auch aus den Händen gleiten kann. Er hat es auch bei den Wahlen dann 2015 gemerkt. Da wurde er dann ganz schnell nochmal gewählt. Und dann hat er die Wahlen wieder gewonnen, und dann hat er ja 2016 eben nach dem Putschversuch dieses Bündnis geschlossen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, mit der MHP. Und ich glaube, das hat er eben verstanden. Was in der Türkei ganz gut funktioniert, ist das Thema Nationalismus. Und das ging jetzt nicht erst mit Erdogan los. Die Türkinnen und Türken haben grundsätzlich ein anderes Verhältnis zum Nationalismus als wir zum Beispiel hier in Deutschland. Eines der kemalistischen Prinzipien, also die Prinzipien des Staatsgründers, Mustafa Kemal Atatürk, war ja auch der Nationalismus. Und da hat Erdogan irgendwann gemerkt, wenn er auf die Karte setzt, da kann er immer wieder Mehrheiten damit generieren. Und seit 2016, seit diesem Putschversuch, setzt er voll auf dieses Thema und auf einen, ja, immer wieder zumindest in seiner Kommunikation anti-westlichen Kurs und kann damit viele Türkinnen und Türken begeistern. Es gibt ja alle möglichen Umfragen, wie die Türkinnen und Türken zum Beispiel die USA sehen. Und da ist es ja so, dass die Skepsis in dem Volk extrem groß ist. Mehr als 70% der Menschen in der Türkei lehnen die USA und den Westen. Und da spielt natürlich dann auch Israel immer noch eine Rolle, und die EU, die lehnen das ab, und da ist Erdogan dann eben auch Populist und macht genau das, was auch die Menschen in seinem Land dann eben eher bevorzugen, um eben Mehrheiten zu schaffen. Zwei Sachen, weil Sie eben sagten, sein Volk, sein halbes Volk, würde ich mal sagen. Sein halbes. Das schoss mir auch durch den Kopf, durch den Kopf. Ja. Nein, ganz ehrlich, er hat natürlich, die alevitischen Kurden hat er nicht hinter sich. Das ist anders bei den sunnitischen Kurden, die manchmal religiöser, sehr religiös sind. Er hat die Aleviten nicht hinter sich, er hat die Intellektuellen nicht hinter sich. All diese Leute sind eben nicht sein Wahlvolk. Aber er schafft es, genau dieses Wir- und Ihr-Gefühl auch zu generieren. Etwas, was wir auch hier in Deutschland im Moment erleben. Das sind diese Leute dann,
die Intellektuellen, die Aleviten und so weiter, das sind die, die gegen das wahre Volk sind. Also dieses permanent kommt dann, lasst die machen, wir, ich verstehe euch. Und wenn die an der Macht wären, würden sie euch unterdrücken, die würden euch eure Gebetshäuser wegnehmen, was auch immer kommt. Also das ist nochmal dieses Wir und ihr wird permanent von ihnen bespielt. Und diese die anderen, das sind eben alle, die nicht zu seinem sunnitisch-türkischen einfachen Volk gehören. Der andere Punkt ist Nationalismus. Da gebe ich Ihnen recht, Herr Mayer-Lüth. Aber gleichzeitig, dass einfach der Nationalismus natürlich keine andere Rolle spielt, gleichzeitig sehe ich aber auch, dass Erdogan, und da ist er wirklich ein großer Stratege, es schafft, die Dinge so darzustellen, dass die Oppositionsparteien gar keine andere Chance haben, als ihm zuzustimmen, weil sie sowas als Landesverräter und Vaterlandsverräter dastehen würden. Also, und das ist die gute Strategie. Wer kann schon Nein sagen, wenn es um die Einheit des Landes geht? Wer kann Nein sagen, wenn es darum geht, gegen äußere Feinde zu kämpfen? Das macht er so geschickt, dass dann die Oppositionsparteien, das weiß ich aus eben, aus wirklich, aus den Gesprächen, sagen, verdammt doch mal, wenn wir jetzt Nein sagen, stehen wir schlechter da als vorher. Da finden wir schon wieder zwei Punkte. Und deswegen schafft er das so, das einzusetzen. Also der Nationalismus würde sicherlich kritischer gesehen werden, wenn sich Erdogan daraus eine Alles-oder-Nichts-Frage machen würde. Also ich gebe Ihnen recht, bei Wahlen kann er eben diese 52%, die kriegt er hin. Aber Sie kennen zum Beispiel das Thema Nordzypern. Ja, wenn ich da mit Mitgliedern der CHP spreche, da geben die Erdogan eigentlich, unabhängig davon, ob das jetzt eine öffentliche Diskussion ist, da geben die Erdogan eigentlich in jedem Punkt recht. Nordzypern muss weiterhin mehr oder weniger zur Türkei gehören. Dasselbe ist zum Beispiel beim Genozid gegen die Armenier. Sie wissen genau, wie da die Nerven blank liegen bei diesem Thema und nicht nur bei den konservativen Sunniten. Oder ich habe es auch erlebt bei diesem Thema östliches Mittelmeer, der Gazastreit. Egal, wen wir da gefragt haben, da waren eigentlich fast alle und eben auch viele, viele, die die Opposition wählen, davon überzeugt, dass es genau richtig ist, sich an der Stelle durchzusetzen. Und was ich damit sagen will, ist sicherlich ist es so, dass bei den Wahlen dann eben immer nur die Hälfte ungefähr für ihn stimmt. Aber bei so bestimmten Themen, wo es eben um dieses Anti-Westliche geht, da drückt er immer wieder auf die richtigen Knöpfe und schafft damit auch so Stimmungen für sich in seinem Sinne zu erzeugen. Sie haben ja genau die Themen genannt, die sozusagen die Tabuthemen sind. Armenien-Genozid, Nordzypern, die Inseln im Mittelmeer und so weiter, an der Ägäis vor allem, Ägäis und so weiter. Auf der anderen Seite, was ich bedauerlich finde, ganz am Anfang, nachdem er gewählt worden war, in den Jahren 2002 bis 2005, war es ja gerade Erdogan, der eine vorsichtige Öffnung in all diesen Fragen versprochen hat und auch mehr oder weniger angeleiert hat. Also ich denke immer wirklich mit großem Bedauern zurück, an die Abstimmung auf Zypern, auf beiden Seiten für die Wiedervereinigung, wo im Norden ein Ja rausgab und im Süden, im griechischen Teil, ein Nein. Ich denke oft daran, hätte, wir damals hätten auch die griechischen Zyprioten mit einem Ja für die Wiedervereinigung abgestimmt, wie wäre dann der Verlauf der Geschichte an der Stelle geworden? Dann wären sind auch große Nationalisten. Ja, das brauchen Sie nicht zu sagen. Das brauchen Sie mir nicht zu sagen. Ich bin schon mal aus einem Bus ausgestiegen, weil ich gedacht habe, wenn du jetzt nicht aussteigst, dann du aus oder wird dir noch gekillt. Also das weiß ich. Und das ist eben traurig. Und ist auch traurig, dass anderen sich so verändert hat. Und da fragt man sich immer, was war eigentlich, war er immer schon, hatte er schon immer diese geheime Agenda, von der gerade die Germanisten sprechen, der hat nicht jeden Agenda, der will das sowieso durchsetzen, oder hat ihn die Macht korrumpiert? Diese Frage vermag ich nicht wirklich zu beantworten. Vielleicht können Sie ja die Frage beantworten. Also ich glaube, es ist die Macht. Es ist ja so, es ist ja nicht Erdogan alleine.
es hängen ja an Erdogan unglaublich viele Menschen auch dran. Und die muss er füttern. Ja. Das ist ja ein ganzes System. Und da sind auch riesengroße Erwartungen da. Und diese Erwartungen will er auch erfüllen. Er fühlt sich da, glaube ich, auch wie der Baba. Ja, es ist eine große Familie, für die er sorgen muss. Seine Anhängerinnen und Anhänger. Und das ist so eine Kombination. Und denen will er gerecht werden. Und ich glaube tatsächlich, Erdogan, der war zwar immer islamisch konservativ geprägt, da gibt's gar keine Frage, aber ich glaube, er hat halt Anfang der 2000er Jahre gedacht, er könnte mit liberalen Ideen Mehrheiten schaffen in der Türkei. Hat er aber nicht, konnte er nicht. Was funktioniert, ist eben der Nationalismus und der Populismus. Das ist leider Gottes meine Interpretation. Wobei, das darf man auch nicht vergessen, die EU hat da auch eine große Teilschuld, weil er hat ja versucht, die Türkei Richtung EU zu bewegen, und Frau Merkel war ja da offenbar damals nicht so ganz begeistert. Nicht nur sie war nicht ganz so begeistert innerhalb in der EU, deswegen hat es nie funktioniert. Und dann hat eben Erdogan einen anderen Kurs eingeschlagen. Da möchte ich gerne mal einhaken. Also ich finde das Gespräch ungeheuer spannend und mich erinnert das Ganze. Es gibt an bestimmte Situationen. Wenn ich denke 48-42%, dann ist das, würde ich fast sagen, eine Spaltung des Landes. Vielleicht noch nicht ganz, aber relativ. Selbst wenn die Motive der Leute, dem einen oder anderen Lager ihre Stimme zu geben, nicht immer dieselben sein müssen. Eine ähnliche Lage gab es in den USA, als Trump oder auch Biden gewählt worden ist. Ich möchte auf Folgendes hinaus. Also wir haben offensichtlich bei Erdogan jemanden, der, wie Sie sagen, ein guter Stratege ist, der ein Gespür dafür hat, wie er sich Mehrheiten organisieren kann. Und jetzt ist meine Frage, ist Erdogan eigentlich ein zukunftsfähiger Politikertypus? Also das ist natürlich für westliche Demokraten, ob jetzt Konservative oder Linke, glaube ich, eine ganz unangenehme Frage. Ist er vielleicht sogar ein erfolgreicher Politikertypus, dem wir immer häufiger begegnen werden und der vielleicht auch für die westliche Welt eine gewisse Attraktivität besitzt, wenn ich hier daran denke, dass Donald Trump sich demnächst wieder bewirbt? Hat Erdogan Machtinstrumente, die ihn innenpolitisch stärken und außenpolitisch zu einem Schwergewicht werden lassen? Das ist eine gute Frage, Alexander. Ich könnte sogar erweitern und sagen, ganz überspitzt jetzt, ist die Zeit der Demokraten eigentlich vorbei? Gehen wir in eine Zeit rein, wo Despoten und Diktaturen das Sagen haben werden? Verlangen die Menschen nach immer einfacheren Antworten? Herr Mayreuth, wie sehen Sie das? Ja, ich bin da so ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, das hat schon auch etwas mit den Gesellschaften zu tun, wie die ticken. Es hat auch mit der wirtschaftlichen Situation zu tun. Also ich sage mal so, es gibt viele moderne Menschen in der Türkei, insbesondere wenn man in Istanbul in Stadtteilen wie zum Beispiel Cihangir unterwegs ist oder Kadıköy. Aber ich glaube, so insgesamt ist die Gesellschaft nach wie vor auch immer noch eher so autoritär und patriarchalisch geprägt. Und wir haben natürlich in Deutschland jetzt zum Beispiel, wenn wir einfach mal auf unser Land blicken, haben wir eigentlich schon, zumindest in Westdeutschland, eine meiner Meinung nach immer noch starke demokratische Kultur. Es gibt jetzt auch immer mehr, die meinen, sie müssen da rechts außen oder links außen ihr Kreuz machen, und im Osten ist eben diese demokratische Kultur nicht so ausgeprägt. Ich bin da einfach so ein bisschen vorsichtig. Die Weltpolitik spielt da vielleicht dann auch eine Rolle. Mal sehen, ob Herr Trump dann tatsächlich gewinnt. Die Gefahr ist bei jeder Gesellschaft, bei jedem Volk da, dass man einfache Antworten möchte. Aber dafür, glaube ich, muss es den Menschen auch irgendwo schlecht gehen, nicht so gut gehen. Und die Wirtschaft spielt da eine entscheidende Rolle, meiner Meinung nach. Ab wann man sich schlecht fühlt, ist manchmal eine sehr relative Sache, nicht wahr? Ich denke nur an die nächsten Europawahlen. Das kann sich in Windeseile verändern. Ich weiß, dass es Pläne und Überlegungen gibt, was passiert, wenn die Rechtspopulisten möglicherweise
mit der EVP oder ohne eine der stärksten, vielleicht sogar die stärkste Fraktion im Europaparlament stellen würden? Welche Rückwirkungen hätte das auf Frankreich, auf Deutschland? Da stehen demnächst überall Wahlen an. Und ruckzuck kann es plötzlich so sein, dass sich eine Situation ergeben hat, die zumindest die ich persönlich für fast nicht beherrschbar halten würde. Ja, also nochmal der Blick auf Ostdeutschland. Klar, das ist eine subjektive Frage, ob es einem schlecht geht, aber ich glaube, dass dort einfach schon gewisse Faktoren zusammenkommen. Dieses Gefühl der Benachteiligung und dann unter Umständen eben auch die wirtschaftliche Situation. Und dann ist es ja auch so, dass viele junge Menschen Ostdeutschland verlassen. Und ich glaube, dass in so einer Gemengelage dann doch das Risiko größer ist, dass man unter Umständen eben, wie ich es gerade schon gesagt habe, rechts außen oder links außen sein Kreuz macht. Und ich glaube, da muss die Politik auch einfach darauf eingehen und sich überlegen, wie man damit umgeht. Aber sicherlich, ich meine, wir haben im Moment innerhalb der EU, es gibt ja auch Länder wie Ungarn, Polen und so weiter, es ist das Risiko schon da, dass der Nationalismus und autoritäre Politik wieder Erfolge verzeichnen, ja, was unschön ist insgesamt, keine Frage. Das Problem ist auch bei den sogenannten autoritären Persönlichkeiten, wenn sie einmal da sind, sind sie auch nicht mehr bereit, mit demokratischen Mitteln die Macht abzugeben, weil sie ganz einfach auch Unterdrückungsmechanismen einsetzen. Also wir haben ja im Moment vor unserer Nase einen Krieg, den Putin angezettelt hat. Wir sehen die Situation in China. Wir gucken in die Sahelzone in Afrika, was da passiert. Und da frage ich mich wirklich, ob wir, also eins habe ich ja sowieso verstanden, ich habe es wirklich verstanden, nach all den Jahren, Demokratie lässt sich nicht exportieren. Das war also eine Idee, die immer gedacht hat, wir können Demokratie exportieren, wir können Werte exportieren, die kann man nicht exportieren. Die muss jede Gesellschaft sich selbst erarbeiten. Und dann komme ich zurück zu dem, was eben Herr Meyer-Rüth gesagt hat. Anscheinend lässt sich Demokratie nicht mal von Westen nach Osten in Deutschland exportieren. Und was passiert eigentlich, wenn in Sachsen die AfD die absolute Mehrheit bekommt und Regierungspartei wird? Das passiert mit Deutschland. Also wir müssen gar nicht mehr rüber gucken, oder wir sollten aber rüber gucken. Wir sollten gucken Richtung Türkei, wir sollten gucken Richtung Ungarn, um zu sehen, was wir daraus machen können. Übrigens, was ich spannend finde, wir haben eben über die Wahl gesprochen, dass eben viele, die nicht unbedingt Kılıçdaroğlu-Anhänger waren, trotzdem ihn gewählt haben, weil sie gesagt haben, das ist die einzige Möglichkeit, dass Erdogan endlich geht. Jetzt so ähnlich war es doch jetzt letzte Woche auch in Ostdeutschland, als der Oberbürgermeister gewählt worden ist. Da haben wir auch alle gemeinsam den unabhängigen Kandidaten gewählt, damit eben nicht der AfD mal Oberbürgermeister wird. Aber kann man auf Dauer so Politik machen, indem alle Parteien zusammen sich schließen gegen die AfD oder gegen Erdogan und versuchen, alle Differenzen zu kitten, damit die Demokratie einigermaßen gerettet wird? Eins finde ich ganz wichtig, worauf man immer wieder hinweisen muss, was man immer wieder deutlich machen muss, wenn so autoritäre Politiker an die Macht kommen, dann gibt es eben auch einfach immer viele Menschen, die unter Umständen ganz, ganz grausam darunter leiden. Als Beispiel jetzt in der Türkei will ich nur einen Namen nennen, zum Beispiel Osman Kavala, den Demokratieförderer und Kulturmäzen, und eben aber auch viele andere Oppositionelle, die eingesperrt sind, Journalistinnen und Journalisten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig eben, dass man das auch immer wieder in der Öffentlichkeit diskutiert und deutlich macht, was ist die Konsequenz für die Menschen in einem Land, in dem so ein autoritärer Herrscher oder eine autoritäre Herrscherin dann das Sagen hat. Bei den Stichwörtern Leiden und Methoden fällt mir ein, der Putsch, der von Erdogan
der Gülen-Bewegung in die Schuhe geschoben worden ist und der ja jedes Jahr zum 15. Juli wieder gefeiert wird, kurioserweise. Also es ist offenbar ein Staatsstreich gewesen, den man abgebogen hat mit allen Mitteln, der dazu gedient hat, in der Justiz, in den Verwaltungen, im Militär, in der Politik, von der obersten bis in die kleinste Ebene Säuberungen durchzuführen. Und trotzdem wird es gefeiert. Ist ja interessant. Wie deuten Sie das eigentlich? Immer mehr hört man jetzt davon, auch in der Türkei selber, habe ich von Lala Akgün vor einigen Tagen mal erfahren. Man redet immer mehr von einem Fake-Putsch. Ist es inzwischen offensichtlich, dass das so war? Ich bin da vorsichtig. Nach diesem Putschversuch haben wir, also ein Jahr später zum Jahrestag, haben wir in der ARD eine Dokumentation gemacht. Und wen fragt man in so einem Land nach so einem Putschversuch und nach all diesen Festnahmen und dem brutalen, repressiven Vorgehen gegen viele Menschen? Wer jetzt diesen Putsch tatsächlich angezettelt hat. Man fragt die Opposition. Wir haben die pro-kurdische HDP gefragt, wir haben die CHP gefragt. Das waren die, die wir eben gefragt haben. Und die waren sich eigentlich alle, waren da alle einer Meinung, dass da schon diese Gülen-Bewegung, Gülen-Sekte, die ja in sich auch sehr autoritär strukturiert ist, dass die dahinter gesteckt haben, aber dass eben auch unter Umständen auch welche, die jetzt nicht unbedingt sofort zu dieser Sekte gehören, mitgemacht haben. Kemalistische Offiziere, die eben auch Erdogan weghaben wollten. Also mit Fake Putsch, da bin ich vorsichtig. Was wir wissen, was offensichtlich ist, dass Erdogan, und da sind wir wieder beim großen Strategen, dass Erdogan genau gewusst hat, wie er die Stimmung im Land, wie er die Situation nach diesem Putschversuch in seinem Sinne ausnutzen kann. Es war die Rampe für ein Referendum der Verfassung und dann eben auch die Rampe für eine noch höhere Konzentration der Macht, weiß ich. Also ich bin mir nicht ganz so sicher. Wissen Sie, ich habe in meiner Kindheit und Jugend zwei Putsche in der Türkei erleben müssen. 1960 und 1980. Und es gibt eben bestimmte Vorgehensweisen, ich will jetzt nicht sagen Techniken, aber Vorgehensweisen, wie gepfitscht wird. Das ist übrigens global überall gleich. Wenn ich mir diesen Putschversuch in der Türkei anschaue, wie amateurhaft und lächerlich dieser Putsch, angebliche Putsch, vor sich gegangen ist, wen man umgebracht hat, was das auf sich hatte mit all dieser ganze Ablauf, dann werde ich sehr, sehr misstrauisch gegenüber der wirklichen, dem wirklichen Abläufen. Und es ist ja nie eine Kommission eingerichtet worden im türkischen Parlament zur Aufklärung der Dinge. Das hat die AKP immer zu verhindern. Und das finde ich natürlich auch, das lässt mich auch aufhorchen und mich fragen, was man eigentlich machen wollte. Also ich persönlich denke, natürlich waren die beiden verfeindet, Fethullah Gülen und Erdogan, die beiden Gruppierungen, gemeinsam gegangen und irgendwann wollten sie voneinander, beziehungsweise die Gülen-Leute wollten mehr. Das kann man ja, das wissen ja alles, was ja jeder. Sie haben ungefähr 15% der Stimmen für die AKP dann geholt, wollten aber 50% an der Macht partizipieren. Und dann hat er dann gesagt, nee, so viel kriegt ihr nicht, ihr kriegt nur so viel eurem Anteil gemäß. Und dann ist eben, hat man gesagt, die müssen wir loswerden. Und übrigens, das, was Sie sagen, wir haben die Leute gefragt, alle sagten, Gülen ist schuld. Herr Meyer-Rüth, ich meine, von Deutschland aus gesehen, wer sich hier mitbekommen haben, dass in den Konsulaten Hotlines eingerichtet worden sind, dass jeder anrufen konnte, um seinen Nachbarn, seine Schwiegermutter oder wen auch immer loswerden wollte, anzuschwarzen, indem er nur sagen musste, pass auf, der oder die ist ein Gülen-Anhänger. Damit war das Schicksal dieser Menschen mehr oder weniger klar. Das Beste, was ihnen passieren konnte, war, dass sie bei der Einreise in die Türkei nicht einreisen durften. Und das, was sie dann erlebt haben, ist grauenvoll. Wobei ich sagen muss, ich halte die Gülen-Gruppe für eine ganz fürchterliche. Ich mag sie überhaupt nicht.
weil ich überhaupt keine islamistischen Orden mag und die finde ich ganz schlimm. Aber darum geht es nicht. Es geht um Menschenrechte, die mit den Füßen getreten worden sind. Und weil alle Angst hatten, alle, auch diejenigen, die in der CAB sitzen oder sogar in der HDP, sagten, ja, das war Müller, natürlich war das Müller. Weil genau klar war, sollte ich irgendeinen Zweifel äußern daran, dass es Müller war, wird mir das gleiche Schicksal wie all den Leuten, die im Knast sitzen. Also das muss man sich mal vor Augen halten. Und dann weiß man, warum alle Leute bei der Sache den Mund halten und alle gemeinsam jubelt den 15. Juli feiern und einem Narrativ folgen, wo man sich an den Kopf fasst und sagt, was ist das eigentlich für ein Blödsinn? Ich verstehe Sie absolut. Ich habe solche Stimmen immer wieder gehört. Nichtsdestotrotz, wir können uns halt im Journalismus, und ich bin nun mal Journalist, wir dürfen nicht mutmaßen. Wir müssen die Menschen fragen im Land, in der Türkei, was sie denken. Und das war das, was sie damals gedacht haben. Und bis heute, wenn ich mit Menschen aus der CAB oder aus der HDP rede, die sagen bis heute, so war es damals. Es war aber auch so, Erdogan wusste relativ früh von dem Putschversuch, bevor er überhaupt losgegangen ist. Und er hat es laufen lassen. Dafür gibt es Belege. Und er hat es dann ganz in seinem Sinne genutzt und hat dann nach diesem Putsch, wie Sie es selber gerade beschrieben haben, diesen Putsch genutzt, um alle Gegner auszuschalten. Er hat ja nicht nur Leute im Militär entlassen und eingesperrt, er hat in der Polizei Leute entlassen und eingesperrt, in der Justiz viele Menschen entlassen und eingesperrt und auch im Bildungssystem ganz viele Menschen entlassen und eingesperrt. Er hat diesen Putschversuch genutzt, um die Türkei nach seiner Idee komplett umzuformen. Jetzt geht mal ein letzter Satz dazu. Über das Thema kann man stundenlang diskutieren. Ich weiß nicht, wie Sie in der Türkei erlebt haben. Ich meine, die Gülen-Leute, man kann über sie politisch natürlich sagen, was man will, waren ja in Anführungszeichen die Elite der AKP. Das waren ja diejenigen, die eigentlich ein bisschen Geist reingebracht haben in diese, ich sag mal, vielleicht diese Schuhputzerpartei. Man sagt Fleisch vom Fleische. Ja, und das heißt, mit all der Verhaftung, Entlassung all dieser Leute, Justiz, Polizei, Bildungswesen, Universität, überall, ist ja auch nochmal eine geistige Verarmung der Partei passiert. Das heißt, die AKP hat ja gar nicht mehr so viele Leute, die sie irgendwo einsetzen kann. Wenn ich so mitbekomme, wer wo eingesetzt wird, es sind immer nur noch inzwischen Imam Hatib, also das sind die islamischen Gymnasien, Absolventen, die irgendwo dann heute einen führenden Posten bekommen. Ich finde es ungeheuer spannend. Die Zeit neigt sich leider dem Ende. Das habe ich jetzt ein paar Mal schon signalisiert bekommen. Trotzdem möchte ich gerne einen letzten Turn wagen. Wenn ich jetzt das Fazit unter das Gespräch bringen würde, dass wir im Kern ein Land haben, das im Augenblick eine leichte Depression erlebt, von dem wir im Westen uns etwas abgewendet haben, weil andere Baustellen, andere Brandherde im Augenblick größere Aufmerksamkeit von uns abfordern. Trotzdem die Frage, wenn Erdogan sich mit Putin trifft, wenn Erdogan derjenige ist, der jetzt versucht, vielleicht sogar im Einvernehmen mit Viktor Orban an der NATO zu drehen, wird die Türkei in 10 Jahren noch NATO-Mitglied sein? Wird sie noch der westliche Brückenkopf sein? Oder wird die Türkei sich als selbstständiger Staat oder aber als Teil einer autoritären Gemeinschaft, die sich eher im Osten dieser Welt ansiedelt, existieren? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Türkei auch in 10 Jahren noch NATO-Mitglied ist. Es ist ja nicht so, dass allein die NATO Erdogan braucht, sondern Erdogan braucht auch die NATO unbedingt. Ich habe da mit einem NATO-Offizier immer wieder gesprochen. Erdogan hat ja jetzt im Moment die Wirtschaft auch auf Rüstungsproduktion ausgerichtet und allein schon für seine ganzen Rüstungsgüter, die er weltweit verkauft, braucht er das Label NATO. Es ist natürlich so, dass die Türkei geografisch an einem ganz besonderen Punkt ist und das ist eben nicht so wie in Deutschland, da ist man so mitten in der EU, außenrum hat man lauter Partnerländer, sondern die Türkei ist da zwischen Westen und Osten und muss eben immer wieder versuchen, außenpolitisch eine Balance hinzubekommen und
Deswegen, ja, selbst wenn Erdogan nicht mehr an der Macht ist, glaube ich, auch in Zukunft, wenn jetzt eben auch Kılıçdaroğlu an die Macht gekommen wäre, der würde auch mit Putin reden und mit den Staaten im Osten reden und wäre dann nicht mit wehenden Fahnen in den Schoß des Westens gerannt, weil einfach die Türkei geografisch dazu verdammt ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Lale. Ich glaube, dass die Politik im Moment sich so schnell an allen Ecken ändert, dass keiner von uns sagen kann, was in 10 Jahren sein wird. Wir schaffen es einfach nicht. Wir wissen nicht, wie sich die USA entwickeln werden, wohin da die Reise geht. Wir wissen nicht, wie sich China entwickelt und vor allem für uns hier in Deutschland sehr wichtig, was in Afrika sein los sein wird, als unsere im Prinzip nächsten Nachbarn global gesehen. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen. Andererseits denke ich immer, dass Erdogan es immer wieder schafft, beziehungsweise es schaffen muss, in dem Moment, wo es sozusagen in die Sackgasse reingeht, noch schnell ein Swing hinzubekommen, um doch wieder Gesprächspartner zu bleiben. Und so gesehen könnte ich mir vorstellen, dass er durchaus NATO-Partner bleibt. Aber ich kann nicht voraussehen, wie sich die Türkei entwickeln wird. Die Vorstellung von Erdogan, dass die Türkei eine Weltmacht wird und das Sagen hat, halte ich mehr für Großmachtsucht als für Wirklichkeit. Seine Vorstellungen, die Türkei zu einem islamischen Land umzubauen, sehe ich durchaus ernst, nehme ich sehr ernst und sehe durchaus, dass sie Realität werden könnten. Was das dann bedeuten würde, wenn die Türkei nicht mehr ein säkulares Land, sondern ein islamisches Land ist, was das für die Zukunft bedeutet, das vermag ich jetzt im Moment nicht sagen, aber das würde schon einiges ändern. Und am Ende des Tages dürfen wir nie vergessen, dass allein in Europa 5 Millionen türkischstämmige leben, von denen ich leicht sagen könnte, geschätzt 4 Millionen Erdogan-Anhänger sind. Das sehen wir an den Wahlergebnissen, bei denen man jetzt eben auch von hier aus teilgenommen wird, europaweit. Ich rede von Europa, ich rede nicht von den USA. Was das für ein Potenzial für unsere Innenpolitik hier bedeutet, ist auch nochmal für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also Stichwort politischer Islam und das Wachsen des politischen Islams. All das sind Problembereiche, die sich in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln werden. Und hoffen wir, dass wir gesund bleiben und das alles mit verfolgen können. Schlussfrage. Ich bitte um eine kurze Antwort. Möchte damit aber auch auf den Buchtitel noch einmal zurückführen. Herr Meyer-Ruiz, Sie haben das Buch genannt, Der Allmächtige, mit Fragezeichen, Blickrichtung Erdogan. Lale, bitte, jetzt Ladies first. Ist Erdogan der Allmächtige? Nein, natürlich nicht. Ich kenne Erdogan persönlich und eigentlich ist er ein Parvenu. Er ist doch kein Allmächtiger. Es gibt im Türkischen ein sehr schönes Sprichwort. Man sagt, der Heilige kann nicht fliegen. Seine Anhänger lassen ihn fliegen. Erdogan ist nicht allmächtig. Seine Anhänger tun so, als wäre er allmächtig. Herr Meyer-Ruiz, Sie bleiben trotzdem bei dem Titel, oder? Ja, er ist vielleicht nicht allmächtig, aber er wäre es, glaube ich, ganz gerne und er strebt es zumindest auf die Türkei weiterhin an. Da bin ich überzeugt. Aber deswegen haben wir ja dieses Fragezeichen an das Ende des Wortes gesetzt. Er wird es nie schaffen. Ich finde, das ist ein Schlusswort. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, bei euch beiden bedanken für dieses aus meiner Sicht ungeheuer spannende Gespräch. Und ich darf nochmal sagen, das Buch von Oliver Meyer-Rüth, Der Allmächtige, Untertitel Die Türkei von Erdogans Gnaden, ist erschienen im Verlag J.H.W. Dietz dieses Frühjahr, kurz vor der Wahl, aber es ist ein Buch, das weit, weit über diese Wahl hinausreicht und uns vielleicht verstehen lässt, warum die Türkei von Erdogans Gnaden eben auch ohne Erdogan weiter funktionieren wird. Vielen Dank und einen schönen Tag. Vielen Dank an Lale Akün, Oliver Meyer-Rüth und Alexander Behrens für dieses ausführliche Gespräch über Erdogan und die politische Lage in der Türkei. Das Buch Der Allmächtige
Die Türkei von Erdogans Gnaden könnt ihr in allen Buchhandlungen sowie auf dietz-verlag.de bestellen. Bis bald, euer Dietz Verlag.